die heute ihr Habilitationsverfahren nun mit der öffentlichen Antrittsvorlesung abschließen wird. Ich nenne kurz ein paar wichtige Etappen auf ihrem Weg. Sie hat sich promoviert in Berlin über ein Thema der Wissenssoziologie und hat sich hier dann mit dem Habilitationsthema vorgestellt, Discourses of Knowledge, Normative Factor Hegemonic. Das war ihr Habilitationsthema. Und nun wird sie uns, sie ist also inzwischen im Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn und wird uns nun in ihrer Antrittsvorlesung eine Disziplin vorstellen, nämlich die Entwicklungsforschung von der Konstitution einer Disziplin. Im Jahr 1898, während eines Aufenthalts in Polynesien, thematisierte Paul Gauguin, französischer Impressionist, die Frage nach dem Sinn des Lebens in seinem Gemälde »Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?« Diese Frage nach Ursprung, woher kommen wir, Identität, wer sind wir und Zukunft, wohin gehen wir, sind existenzielle Fragen des menschlichen Daseins. Der Philosoph Robert Spähmann spricht hier von letzten Fragen und konstatiert, letzte Fragen sind Fragen, auf deren Nicht-Aufwerfen das Funktionieren des Alltags beruht. Es sind Fragen, die wir uns in schwierigen Situationen, in Krisensituationen stellen. Fragen also, die sich momentan junge Frauen und junge Männer stellen, wenn sie sich entscheiden, sich als Dschihadisten dem Islamischen Staat in Syrien und im Irak anzuschließen. Und es sind Fragen, die sich die Weltgesundheitsorganisation stellen muss, in der Entscheidung, Engagement gegen Ebola auszubauen oder eben nicht. Es sind aber auch Fragen, die sich das Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn stellen muss, wenn es ernsthaft dazu beitragen möchte, dass die globale Weltgesellschaft sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, massive globale Prozesse des Wandels in den Bereichen Umwelt, Klima, aber auch Soziopolitik und Ökonomie effektiv entgegenstellt. Wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen, sie zu verlangsamen, ihre Konsequenzen abzuschwächen und unsere Lebensweisen sich auch so anzupassen, dass wieder ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur hergestellt wird. Welche Rolle, meine Damen und Herren, kann Entwicklungsforschung in diesem Prozess spielen? Um dies zu beantworten, lade ich Sie nun ein, mit mir gemeinsam einen Blick in die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der Entwicklungsforschung zu werfen. Das Konzept Entwicklung sowie der Gedanke unterschiedlicher Entwicklungsstadien, die Länder durchlaufen, findet sich zum ersten Mal in Karl Marx' Kapital aus dem Jahre 1887. Marx ging es hierbei um die Verbindung zwischen wirtschaftlichen Prozessen und gesellschaftlichem Wandel. Er betrachtete wirtschaftliche Entwicklung als historisch eingebetteten und inhärent wachsenden Prozess weniger als einem von bestimmten externen Akteuren anzustoßenden. Hier unterschied sich Marx entscheidend von britischen Ökonomen, die entweder wie beispielsweise Adam Smith, auch hier auf der Folie, in ihren Prozessanalysen der industriellen Revolution von materiellem Fortschritt, nicht aber Entwicklung sprachen,
oder wie beispielsweise Lord Milner Anfang des 20. Jahrhunderts wirtschaftliche Entwicklung mit der Entwicklung, dem Abbau und der Vermarktung natürlicher Ressourcen verwandten und hier ganz klar die britische Kolonialregierung als treibenden Akteur sahen. Entwicklung und somit auch Entwicklungsforschung in Verbindung mit Ländern im globalen Süden ist Kind der Kolonialzeit, einer Zeit, in der ein Großteil der Welt in Kolonialmächte und Kolonien unterteilt war. Entwickelt, also erschlossen werden, sollten ursprünglich nicht Gesellschaften, sondern die natürlichen Ressourcen der Kolonien, wie auch die Zitate auf der Folie verdeutlichen. Bis heute spiegelt der englische Sprachgebrauch des transitiven Verbs entwickeln sowie seiner intransitiven Formen sich entwickeln unterschiedliche Grade wieder, zu denen hier auch die britische Krone zur Verantwortung herangezogen wurde. Während in Australien beispielsweise entwickeln das gängige Verb ist, wird in den USA und Kanada bis heute auch sich entwickeln sehr stark benutzt, in zwei Kolonien, also die sich schon sehr früh von der britischen Krone losgelöst hatten, emanzipiert hatten. Diese koloniale Vergangenheit wirkt auch heute noch in der Unterteilung der Welt in hier und dort, in the West and the Rest, sowie der Fortentwicklung des kolonialen Differenzierungsmusters in zivilisierte und unzivilisierte, in die bis heute evozierte Unterscheidung entwickelter und unter- oder weniger entwickelter Gesellschaften fort. Mit den antikolonialen Befreiungskämpfen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jedoch, auch der sozialistischen Systemalternative sowie der Diskreditierung nationalsozialistischen Gedankenguts, ergab sich für die industrialisierten Staaten Westeuropas und Nordamerikas die strategische Notwendigkeit der Neuformulierung der Nord-Süd-Beziehungen. Darüber hinaus zeichnete sich die wirtschaftliche Notwendigkeit ab, die Rohstofflieferanten im Süden auch nach ihrer Unabhängigkeit in den Weltmarkt zu integrieren und als künftige Absatzmärkte aufzubauen. Erlauben Sie mir hier, auf die Antrittsrede des US-amerikanischen Präsidenten Harry Truman zu verweisen, in der er konstatierte: "We must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. The old imperialism is dead. Exploitation for foreign profit has no place in our plans. What we envisage is a program of development based on the concepts of democratic fair dealing." Im Bestreben, den Kommunismus einzudämmen, wurde, wie Aram Ziyali herausgearbeitet hat, unter dem Schlagwort Entwicklung statt Sozialismus Wohlstand im Rahmen der kapitalistischen Weltwirtschaft versprochen und global als Leitbild kommuniziert. Entwicklung unterentwickelter Regionen sollte somit durch den Transfer von Technologie, Kapital, Wissen und Wissen aus dem Norden sichergestellt werden. In den 50er und 60er Jahren wurde infolge der hier vorformulierten Ansätze des auf Transfer und Wachstum setzenden Programms als Teil der Modernisierungstheorie zum vorherrschenden entwicklungstheoretischen Paradigma erhoben. Insbesondere die Rostow'sche Stalin-Theorie diente hier als Grundlage, wonach sich Gesellschaften im Durchlaufen unterschiedlicher Entwicklungsstadien beruhend auf endogenen kulturellen Faktoren von traditionellen zu modernen Gesellschaften entwickeln. Die Theorie grenzte sich klar vom sowjet-marxistischen teleologischen Stufenmodell ab, wonach sich eine Gesellschaft vom Feudalismus über den Kapitalismus zum Sozialismus entwickelt. Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass sowohl Lord Rostow als auch Samuel Huntington hohe Regierungsberater der US-Regierung waren und insofern die Modernisierungstheorien durchaus auch als politisches Instrument zu betrachten sind. Die Dichotomie zwischen traditionell und modern findet sich implizit in allen Modernisierungstheorien, stets die Vorherrschaft des Westens legitimierend. Insofern ist es beruhigend, dass die klassischen Modernisierungstheorien in den 70er Jahren massiv durch die aus Südamerika stammenden Dependenztheorien in ihren Grundsätzen hinterfragt wurden. Zentrale These der Dependenztheorien ist, dass der unterschiedliche Entwicklungsstand der verschiedenen Weltregionen in erster Linie auf exogene Faktoren und internationale Abhängigkeitsverhältnisse zurückzuführen sei. Hier wird insbesondere auf die langfristige Verschlechterung der Terms of Trade
und den daraus hervorgehenden ungleichen Tausch von Waren verwiesen, die zu einem kontinuierlichen Transfer von Mehrwert aus der Peripherie in die Zentren der Welt führen. Die ausbleibenden Entwicklungsschübe jedoch in den Ländern Südamerikas, die hiervon abgeleitete Strategien inklusive Agrarreform und Dissoziation vom Weltmarkt implementiert hatten, sowie aber auch die Wachstumsraten der südostasiatischen Tiger, die die vermeintliche aufholende Idee der aufholenden Entwicklung bestätigten, führte zu einem erneuten Aufleben neoliberaler Ansätze Ende der 80er Jahre. Und ich erinnere hier lediglich an den Washington Consensus und an Strukturanpassungsprogramme in den 90er Jahren. Gleichzeitig jedoch gewannen besonders nach der nuklearen Katastrophe in Tschernobyl im Jahre 86 globale Umweltfragen zunehmend an Relevanz in entwicklungsbezogenen Debatten. So betont der im Jahr 87 erschienene Brundtland-Bericht mit dem Titel Our Common Future die Dreigliedrigkeit von Nachhaltigkeit. Gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch nachhaltige Entwicklung im globalen Norden und Süden rückt hier in den Vordergrund. Nachhaltige Entwicklung wird hier begriffen als Entwicklung, die die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält. Nachhaltige Entwicklung kann somit lediglich über einen angemessenen Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten erreicht werden. Es ist diese Definition des Brundtland-Berichtes, soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit im gegenseitigen Gleichgewicht, die unsere Arbeit in der interdisziplinären Entwicklungsforschung bis heute sinnführend leitet. Gleichzeitig aber auch Raum für die existierende Vielfalt von Entwicklungs- und Zukunftskonzepten einräumt, die in den verschiedenen Lokalitäten weltweit existieren. Auf Ebene der Entwicklungstheorien profitierte die Diskussion zusätzlich seit geraumer Zeit von einer mittlerweile breit gehörten und auch zunehmend ausdifferenzierteren Kritik von Entwicklung, gefasst unter dem Begriff der Post-Development-Theorie. Kritisiert wird vornehmlich, dass die Unterteilung der Welt in entwickelte und unterentwickelte Regionen sowie die Expertenwissen und technologietransferbasierte Übertragung des westlichen Gesellschaftsmodells in den Süden zu einer Verwestlichung der Welt und globalen Monokultur führen. Konrad Randeria beispielsweise sehen in Entwicklung das Fortbestehen und Nachwirken einer Vielzahl von Beziehungsmustern und Effekten kolonialer Herrschaft. Die hieraus hervorgehende Vielfalt an Analyse- und Theorieansätzen, die die ehemalige Gegenüberstellung von klassischen Modernisierungstheorien und Dependenztheorien auflöst, hat heute jedoch zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung unterschiedlicher Theorieansätze geführt. Insofern finden sich unter dem Schlagwort der neueren Modernisierungstheorien beispielsweise Arbeiten zur Konstruktion von Wissensgesellschaften und wissensbasierten Ökonomien. Ihnen liegt die Überzeugung zugrunde, dass über Investitionen in Bildungs-, Forschungs- und Bibliothekssysteme sowie den Ausbau von Informations- und Kommunikationstechnologien, technologischen Infrastrukturen, fruchtbare Rahmenbedingungen geschaffen werden können für die Erhaltung menschlichen kreativen Potenzials und dass sich eben dieses kreative Potenzial dann wiederum im Wirtschaftswachstum auch niederschlägt. Auch und sehr wichtig zu nennen sind hier Arbeiten zu zweiten reflexiven Modernen oder aber auch multiplen Modernen. Sie lenken das Augenmerk nicht auf intendierte negative Nebenfolgen der ersten Modernen. Klimawandel oder auch globaler Terrorismus sind hier als Beispiele zu nennen. Diese Theorieansätze haben verinnerlicht, dass Entwicklung sehr viel vielschichtiger und komplexer ist und viel weniger linear als ursprünglich angenommen. Sie machen deutlich, dass Entwicklung im 21. Jahrhundert nicht mehr über Wirtschaftswachstum definiert werden kann, sondern dass stattdessen die untrennbare gegenseitige Dependenz von sozialer, ökonomischer und ökologischer Nachhaltigkeit ernst genommen werden muss. Das heißt auch, dass hier Fragen nach den Gewinnern und Verlierern von Entwicklung mehr und mehr in den Vordergrund rücken.
Dieser Rückblick in unsere eigenen Ursprünge verdeutlicht jedoch, dass Entwicklung immer zum einen eine Form der Emanzipation darstellt, zum anderen eine Form von Wandel, der angestoßen werden soll oder auf den wir reagieren, mit dem wir lernen müssen, umzugehen. Und drittens, dass insbesondere in Zeiten, in denen wir so deutlich wie nie zuvor an unsere ökologischen, ökonomischen und auch sozialen Grenzen gestoßen sind, Entwicklung eine gemeinsame globale Verantwortung ist. In der Entwicklungsforschung adressieren wir diese drei Dimensionen, indem wir einen bewussten Beitrag zur Dekolonialisierung der nach wie vor westlich dominierten Wissenschaft leisten, über empirisch basierte Forschung in Kooperation mit unseren Partnern aus dem globalen Süden, aber auch über die Studie weltweit vorhandener wissenschaftlicher Wissenschaftssysteme selbst. Zum Zweiten, indem wir über interdisziplinär angewandte Forschung und konkrete Innovationsentwicklung Lösungsansätze für konkrete Fragen sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Entwicklung und Armutsbekämpfung erarbeiten. Diese adressieren beispielsweise Land- und Wassermanagement in der Landwirtschaft oder aber auch Fragen zum Umgang mit den Folgen von Umwelt- und Klimawandel. Drittens, indem wir aber auch über den langfristigen Aufbau von forschungs- und ausbildungsbasierten Partnerschaften die Basis schaffen, die notwendig ist, dass wir beginnen, als Menschheit gemeinsam zu agieren, uns als eine Welt und eine Weltgesellschaft zu begreifen und eben nicht mehr als wir versus andere. Ich werde Sie nun durch drei Beispiele aus meiner eigenen Forschung am Zentrum für Entwicklungsforschung führen, die verdeutlichen, wie wir diese drei Dimensionen von Entwicklung, also Emanzipation als Wandel und als globale Verantwortung durch unsere Arbeit füllen. Insofern lade ich Sie als erstes ein, mit mir einen Blick auf existierende Ungleichheiten in den globalen Wissenssystemen zu werfen. Betrachten wir globale Wissensdiskurse, gefasst unter den Schlagwörtern Wissensgesellschaft und Wissen für Entwicklung, so wird deutlich, dass hier die Idee, dass Wissen zentral für die zukünftige Entwicklung von Gesellschaften sei, von Wissenschaftlern aus dem Norden global autoritativ kommuniziert wurde und infolge von zahlreichen internationalen Organisationen und nationalen Regierungen aufgegriffen wurde. Dort prägt sie bis heute Regierungsprogramme, Aktionspläne und politische Strategien. Bibliothekssysteme und Universitäten und Forschungseinrichtungen wurden ausgebaut, sowie lokal angepasste Innovationsentwicklung in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit verstärkt verfolgt. Betrachtet man jedoch einige dieser vom globalen Leitbild sich in Wissensgesellschaften zu entwickeln angeregten Investitionsprogramme, ist festzustellen, dass sich einige Länder des globalen Südens hier und häufig auch unter Beratung internationaler Geber und Consultancy-Firmen in bereits existierende Ungleichgewichte und Entwicklungsunterschiede verstärkende Wettrennen, zuweilen unter Vernachlässigung auch der eigenen komparativen Vorteile begaben. Es ist hier, dass die normativen und faktischen Diskurse zusätzlich einen kolonialen Charakter angenommen haben. In Malaysia im Jahr 91 beispielsweise erklärte Malaysias Premierminister Dr. Mahathir bin Mohamad in seiner Vision 2020: Heute ist zunehmend Wissen nicht nur die Grundlage von Macht, sondern auch Wohlstand. Es dürfen keine Anstrengungen gescheut werden im Schaffen einer informationsreichen malaysischen Gesellschaft. Im August 1996 beschloss die Regierung Malaysias den Bau eines 15 Kilometer großen Multimedia-Superkorridors südlich von Kuala Lumpur, inklusive Putrajaya, einer neuen administrativen Hauptstadt, Cyberjaya, einem Informations- und Kommunikationstechnologiezentrum, dem Kuala Lumpur-Konferenzzentrum und einem neuen internationalen Flughafen. Als Schlüsselsektoren der wissensbasierten Ökonomie Malaysias identifizierte die Regierung Informations- und Kommunikationstechnologien, Hightech, Electronic, Biotechnologie, Kreativ- und Kreativ-Multimedia und somit genau die Sektoren, die auch in den industrialisierten Ursprungsländern des Konzeptes der Wissensgesellschaft oder der wissensbasierten Ökonomie, also den USA, Japan und einigen europäischen Ländern, als auszubauende Sektoren wiederholt gewählt wurden. 2010, 12 Jahre nach Einweihung des Multimedia-Superkorridors,
hatten sich hier knapp 400 Firmen in Cyberjaya angesiedelt, wobei, und ich zitiere Ebers et al., die meisten sich über Dienstleistungen im Bereich des Callcenters und der Datenverarbeitung finanzieren. Auch liegen die Patentanmeldungen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen gelistet im ISI Web of Science weit hinter den Erwartungen zurück. Statt seine eigenen komparativen Vorteile auszubauen, und ich denke hier in Bezug auf Malaysia, insbesondere zum Beispiel an den Kautschuk-Sektor, folgte Malaysias Regierung dem handlungsleitenden Ideal einer Wissensgesellschaft und investierte in Bereiche, in denen Malaysia heute vornehmlich unterstützende Tätigkeiten für die eigentlichen Entwicklungszentren übernimmt. In der Kautschukproduktion verlor Malaysia Ende der 90er Jahre die Weltmarktstellung als Weltmarktführer an Indonesien und an Thailand. Ähnliche Szenarien finden sich in weiteren Ländern Südost- und Zentralasiens. Es sind Beispiele, die uns vor Augen führen, welche zentrale Rolle eine Dekolonialisierung der Wissenschaft, der Abbau existierender Ungleichheiten im globalen Wissenssystem und ein Aufbrechen eben dieser einnimmt, wenn wir über globale Entwicklung nachdenken. Neben diesen Arbeiten zu globalen Ungleichheiten, die am Beispiel der globalen wissenschaftlichen Produktion diskutiert, zielt der Großteil heutiger Entwicklungsforschung darauf ab, wissenschaftliche Grundlagen für die in Wechselwirkung zueinander stehenden Dimensionen von Nachhaltigkeit, also Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft, als Grundlage für sinnführende Entwicklungszusammenarbeit anzubieten. Diese Arbeiten sind fast ausschließlich interdisziplinär auf Fragen von Ressourcennutzung und Management ausgerichtet und aufgrund immer werdender globaler Prozesse von Umweltwandel und sozioökonomischer Transformation nimmt auch Wandelanpassung eine zunehmend wichtigere Rolle ein. Insofern lade ich Sie nun nach Ostindonesien ein und konkret in das Dorf Tönike in Westtimor. Es handelt sich hier um ein Dorf, in dem die Menschen vornehmlich von ihren Gemüsegärten, von Kleinviehproduktion, Heimindustrie und dem Kleinsthandel leben. Insofern ist das System der Lebensunterhaltssicherung direkt von der Natur abhängig. Es liegen hohe Armuts- und Unterernährungsraten vor und gleichzeitig befinden wir uns in einer Region, die sehr stark vom El Niño-Phänomen und weiteren Auswirkungen von Umweltwandel und Klimawandel betroffen ist. So berichtet die lokale Bevölkerung massive Veränderungen im Wetter und im Klima mit lang anhaltenden Dürren, gefolgt von extremen Regenfällen und Sturmfluten, die regelmäßig zur Versalzung eines Großteils der Brunnen und Böden führen. Die lokale Bevölkerung jedoch am stärksten beeinflussende Veränderung ist die zunehmende saisonale Unzuverlässigkeit, die die Landwirtschaft massiv erschwert. Im Umgang mit diesen Folgen kann zwischen erstens präventiven Maßnahmen zum Abwenden der Konsequenzen, zweitens kurzfristigen Maßnahmen der Bewältigung und drittens Maßnahmen langfristiger Anpassung unterschieden werden. Zu den Maßnahmen der langfristigen Anpassung zählen vor Ort Aktivitäten wie der Wechsel der Anbaufrüchte, der Bau von Bewässerungssystemen zum besseren Nutzen des Regenwassers, aber auch der Schutz der Gärten gegen das Flutwasser und auch gegen die Sedimente, die mit gespült werden, und aber auch das Anlegen von Häusern. Da die langfristigen Anpassungsstrategien jedoch sehr viel ressourcenintensiver sind als kurzfristige Bewältigungsstrategien, können sich nur wenige im Dorf diese leisten. Man benötigt gute Beziehungen, man benötigt den Zugang zu finanziellem Kapital, zu Baumaterialien, aber auch einfach zu Arbeitskraft. Das kann sich nicht jeder leisten. Im Bestreben, mit den Folgen von Dürren und Überschwemmungen umzugehen, mobilisieren die Menschen alle ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen. Hierbei kommt es jedoch zu einer kontinuierlichen Übernutzung der ökologischen, finanziellen und sozialen Ressourcen. Sie werden aufgebraucht und dies hauptsächlich für Provisorien und kurzfristige Bewältigungsstrategien statt langfristiger Anpassung. Somit kommt es zu einem kontinuierlichen Zerfall langfristiger Handlungsfähigkeit. Die Rolle von Entwicklungsforschung ist es in solchen Fällen aus externer, hoffentlich neutralere Perspektive in Zusammenarbeit mit lokalen Entscheidungsträgern und beruht auf der Einsicht, welche weiteren Veränderungen im Wetter und auch im Klima in der Region zu erwarten sind,
langfristige Anpassungsstrategien zu entwickeln, die lokal Sinn machen und für die lokale Bevölkerung auch umsetzbar sind. Dies bringt mich zu meinem dritten Beispiel und die Rolle von Entwicklungsforschung im Gestalten globaler Partnerschaften. Diesmal lade ich Sie nach in den Nordwesten Usbekistans ein und konkret in die Wassernutzergemeinschaft Ashimat in der Provinz Khorasan. Es ist eine Region, in der der Großteil der Bevölkerung von Bewässerungslandwirtschaft lebt. Da nach wie vor ein Staatsplan für Baumwolle und Weizen existiert, sind drei Typen von Landwirtschaft zu unterscheiden. Zum einen die Großproduktion von Baumwolle und Weizen, die kommerzielle Landwirtschaft in Bezug auf Reis sowie Obst- und Gemüseproduktion in subsistenzbäuerlichen Obst- und Gemüsegärten. Wir befinden uns in einem hierarchisch und staatszentrierten System der Regierungsführung mit entsprechendem post-sowjetischem institutionellen Erbe und einer Situation, die seit Aufbruch der Sowjetunion durch massive sozioökonomische Transformationsprozesse geprägt ist. Hier gestaltete das Zentrum für Entwicklungsforschung zusammen mit der Oregon State University und zahlreichen Landwirten und Wassernutzern in den Jahren 2008 bis 2011 einen transdisziplinären, partizipativen und schrittweisen Prozess zur Entwicklung lokal angepasster Innovationspakete zur Verbesserung von Land- und Wassermanagement. Dieser partizipative Innovationsentwicklungsprozess beruhte auf der Überzeugung, dass Innovation immer ein synchroner Prozess von Technologiegestaltung und gesellschaftlicher Weiterentwicklung ist. Die hierbei den lokalen Verhältnissen entsprechend weiterentwickelten Innovationen umfassen eine Reihe von Baumarten zur Wiederaufforstung marginaler Böden, ein Gerät für schnelle Salinitätserhebung, konservierende Landwirtschaft für Baumwolle und Weizen und ein Ansatz zur institutionellen Stärkung von Wassernutzergemeinschaften. Entwicklungsforschung erfüllt hier drei Rollen. Zum einen trägt sie zur wissenschaftlich fundierten Entwicklung lokal anwendbarer Innovationen bei, die den Kriterien sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Entwicklung entsprechen. Zum zweiten wird als Teil des Entwicklungsprozesses gemeinsame und gegenseitige Bewusstseinsbildung betrieben und Multilokalkapazitäten für wissenschaftliche Arbeit aufgebaut und ausgebaut. Und zum Dritten wachsen durch langjährige gemeinsame Arbeit und Freundschaft globale Partnerschaften auf Augenhöhe. Doch die Frage, die natürlich bleibt, ist die Frage, was diese Beispiele für die Zukunft von Entwicklungsforschung bedeuten. Oder anders gefragt, ist Business as usual auch weiterhin eine Option? Führen wir uns hierfür doch noch einmal kurz die planetarischen Grenzen vor Augen, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, klimatologische, ökologische, aber auch soziale und ökonomische. Sie machen uns klar, Business as usual ist keine Option. Gleiche Aussagen finden Sie in den Klimaverhandlungen des Intergovernmental Panels on Climate Change oder auch in den laufenden UN-Diskussionen zur Formulierung von nachhaltigen Entwicklungszielen. Die Frage ist aber, was genau das wiederum für Entwicklungsforschung bedeutet. Die Prozesse globalen Wandels, denen wir uns stellen müssen, reichen von Umweltwandel und Klimawandel zu soziopolitischen Transformationsprozessen und wirtschaftlichen Verschiebungen auf globaler Ebene, die mit politischen Machtumverteilungen einhergehen. Seit Jahren liegen die Raten jährlichen Wirtschaftswachstums von Ländern wie China, Indien und Russland weit über denen in Europa und Nordamerika. Und dies bedingt natürlich Veränderungen in den politischen Beziehungen mit diesen Ländern und den Ländern untereinander. Wir befinden uns also in einer Zeit, in der sich nicht nur Menschen, Waren, Wissensbestände, Glaubenssysteme und auch Viren, wie uns Ebola oder auch momentan die Vogelgrippe vor kurzem wieder lehrte, in Bewegung befinden, sondern eben durch diese Mobilität die ihnen zugrunde liegenden politischen, soziokulturellen und auch religiösen Ordnungssysteme selbst eine Neuordnung erfahren. Jüngste Beispiele für diese Neuordnungen umfassen die Verhandlungen des Grenzverlaufs zwischen Russland und der Ukraine sowie der zunehmend entflammende Konflikt im Irak und bis hin nach Syrien. Gleichzeitig existieren aber natürlich auch friedliche, konfliktfreie, alternative Entwicklungskonzepte
Und diese Vielfalt ist es, die unsere Arbeit im Zentrum für Entwicklungsforschung so unglaublich spannend macht. Beispiele hierfür sind das mittlerweile weit diskutierte Konzept von Buen Vivir, dem guten Leben, das auch die deutsche Diskussion im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit momentan prägt und mitprägt, sowie der Bhutan Happiness Index, der auch hier auf der Folie zu finden ist. Um globale Partnerschaften auf Augenhöhe zu ermöglichen und eine Dekolonialisierung in allen gesellschaftlichen Sektoren zu erreichen, ist es von zentraler Bedeutung, weltweit existierende Entwicklungskonzepte in die Diskussion mit einzubeziehen. Sie sind Ausdruck von Emanzipation und dem Interesse, Entwicklung eigens zu definieren und eben auch in die Hand zu nehmen. Betrachten wir im Vergleich momentane Debatten zu den auf die Millenniums-Entwicklungsziele folgenden nachhaltigen Entwicklungsziele, stellen wir fest, dass auch hier die Notwendigkeit nach globaler Partnerschaft auf der Suche nach einem gemeinsamen Weg in die Zukunft oder in eine Zukunft menschlichen Lebens auf Erden erkannt wurde. Insofern ist es positiv, aber auch schon seit langem überfällig, dass diese nachhaltigen Entwicklungsziele für Nord und Süd in gleicher Weise gelten werden. Die zunehmende Komplexität unserer Welt, die erwähnten globalen Prozesse des Wandels, der Machtverschiebungen und lokalen Neuordnungen machen jedoch deutlich, dass auf globalen Konsens abzielende Entwicklungsdiskussionen lediglich eine sehr dünne und auch hochzerbrechliche Glasur über die enorme Vielfalt, in wie Entwicklung in den unterschiedlichsten Ecken dieser Erde begriffen und mit Sinn behaftet wird, legen. Sie sind wichtig, da sie den globalen Dialog suchen und pflegen und als Leitbilder Handlungen, hoffentlich muss man sagen, leiten werden. Entwicklungsforschung jedoch widmet sich der Vielfalt hinter dem Konsens und gerade das macht sie so unglaublich wichtig und vielseitig und spannend. Ähnliches gilt für die vor einigen Tagen an Kanzlerin Merkel überreichte Zukunftscharta Eine Welt, unsere Verantwortung auf Ebene der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Die angenommene Eine-Welt-Perspektive und das Bestreben, Nord und Süd gleich zur Verantwortung zu ziehen, fällt positiv auf. Inwiefern die Chartern jedoch nur politisches Handeln, das sogenannte Gestalten, leiten wird, bleibt abzuwarten. Für die Entwicklungsforschung ist die Frage relevant, inwiefern diese Charta Geberverhalten im Bereich der Forschung mitprägen wird. Hierfür müsste sie also ressortübergreifend in Politikgestaltung mit einfließen. Doch blicken wir nun noch einmal in den Bereich, oder auch in den Bereich der deutschen Bildungs- und Forschungspolitik, Hauptfinanzier der Aktivitäten, die am Zentrum für Entwicklungsforschung stattfinden. So ist festzustellen, dass unter dem mit 2 Milliarden Euro ausgestatteten Rahmenprogramm Forschung für Nachhaltigkeit momentan weltweit Forschungsprojekte zu vielfältigen natürlichen Ressourcenmanagement durchgeführt werden. Betrachtet man jedoch die interdisziplinäre Aufstellung vieler dieser Projekte, ist auch festzustellen, dass die Nachhaltigkeitsdefinition des Grundlagenberichts soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit in untrennbarer Interdependenz in vielen Forschungsprojekten zu Nachhaltigkeit nicht ganz so ernst genommen wird. In vielen Projekten wird gerade die soziale Dimension so zentral, wenn man über nachhaltiges Ressourcenmanagement nachdenken möchte, vernachlässigt. Stattdessen liegt die Priorität auf ökologischer und oder ökonomischer Nachhaltigkeit. Dass diese jedoch lediglich mit und durch den Menschen als sozialen Akteur erreicht werden kann, wird nach wie vor viel zu oft vernachlässigt. Für die Entwicklungsforschung im 21. Jahrhundert bedeutet das zum einen, dass ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung in dieser Dreigütigkeit dringender denn je ist. Wirtschaftswachstum ist nicht mehr die definierende Basis für Entwicklung, sondern im Gegenteil, wo Wirtschaftswachstum existiert, müssen wir sehr genau darauf achten, inwiefern dieses ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Zum Zweiten bedeutet dies, dass wir einen substanziellen Beitrag dazu leisten müssen, dass wir Menschen lernen, mit den unkontrollierbaren Nebenfolgen der ersten Moderne umzugehen, sie abzumildern und gleichzeitig darauf achten, dass wir durch unser Verhalten keine weiteren dieser Nebenfolgen kreieren. Dies bedarf Verhaltensänderungen.
Es bedeutet auch, dass Entwicklungsforschung nicht mehr geografisch gesehen im globalen Süden angesiedelt werden kann, sondern genauso in von Missstand geprägten sozialen Einheiten im globalen Norden. Ich sage von Missstand geprägt, da ich hiermit nicht nur von Armut geplagte Gemeinschaften meine, sondern alle die Gemeinschaften, deren Lebensstil sich durch soziale, ökologische und ökonomische Nicht-Nachhaltigkeit auszeichnet. Also im Grunde genommen alle Gemeinschaften, meine Damen und Herren. Das ehemalige Forschen über, was bereits seit Ende der 90er Jahre einem Forschen mitweicht, hat keinen Platz mehr in unserer Arbeit. Des Weiteren bedeutet dies, dass individuelle und institutionelle Kapazitätsentwicklung plus Forschung immer mehr den Kernauftrag der Entwicklungsforschung rückt. Über gemeinsame wissenschaftliche Arbeit mit unseren Partnern werden die internationalen Teams erst in die Lage versetzt, hochqualifizierte und lokal eingebettete Forschung zu betreiben. Hier wird ein zentraler Beitrag für die Dekolonialisierung der Wissenschaft betrieben. Und abschließend gilt hierbei, Diversität nicht nur zulassen, sondern ihren lebenserhaltenden Mehrwert zu erkennen. Die Zeiten von einem Entwicklungskonzept für die gesamte Welt, wenn sie jemals existiert haben sollten, sind vorbei. Diversität und Kreativität in der Vielfalt ist Grundlage menschlichen Handelns und Lebens, Weiterentwicklung und auch schließlich unseres Überlebens, nicht kulturelle Monokultur. Abschließend stelle ich somit fest, dass während Entwicklungsforschung auf koloniale Pfadabhängigkeiten, lineare Technologie und wissenstransferbasierte Entwicklungsansätze die Wirtschaftswachstum mit Entwicklung gleichsetzen zurückblickt, unsere Arbeit in den letzten 20 bis 30 Jahren aber stark von der Verknüpfung von Umwelt- und Entwicklungsfragen und auf die soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit abzielende Entwicklungskonzeption geprägt ist. Hierbei unterstreichen wir bewusst und wertschätzen den Reichtum kultureller und globaler Vielfalt in der Definition von Wirklichkeiten und von Zukünften. Und ich sage dies bewusst und plural. Entwicklungskonzeptionen sind immer Ausdruck von gesellschaftlichen Zukunftsvorstellungen. Nicht ohne Grund unterlag den Entwicklungsdefinitionen westlicher marktwirtschaftlich organisierter Gesellschaften für Jahrzehnte die Annahme, dass Entwicklung weitestgehend zum Teil sogar ausschließlich mit Wirtschaftswachstum gleichzusetzen sein. Und trotz der Tatsache, dass wir es mittlerweile besser wissen und uns der Notwendigkeit von sozialem, ökologischem und ökonomischem Gleichgewicht für langfristige Nachhaltigkeit ja durchaus bewusst sind, hält sich diese Annahme gerade in marktwirtschaftlichen Gesellschaften nach wie vor im öffentlichen Meinungsfeld. Wir sind in unserer Arbeit von sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit als Entwicklungskonzeption geleitet und setzen dies auch in der Zusammensetzung unserer Forschungsteams um. Wir arbeiten interdisziplinär, manchmal transdisziplinär, gemeinsam mit Praktikern, anwendungsorientiert und stets empirisch basiert in lokalen Kontexten. Dies werden wir auch in Zukunft fortsetzen, hierbei aber noch viel stärker als bisher, vornehmlich wirtschaftswachstumbasierte Entwicklungskonzeptionen kritisch auf Nachhaltigkeit hinterfragen, lokal eigenbestimmte Wirklichkeits- und Zukunftsvorstellungen, die Ausdruck über lokale Entwicklungskonzeptionen geben, erheben und auch ihnen Gehör verschaffen, sowie uns vom globalen Süden als geografische Forschungsregion lösen und stattdessen durchaus auch Gesellschaften im globalen Norden, die von sozialen, ökonomischen und ökologischen Unnachhaltigkeiten geprägt sind, in unser Forschungsmandat mit aufnehmen. Meine Damen und Herren, ich bin schon vorweggesprungen, insofern haben Sie schon gesehen, ich möchte diese Gelegenheit natürlich auch nutzen, mich zu bedanken. Ein Habilitationsprojekt ist nie möglich ohne die entsprechende Unterstützung. Die möchte ich als erstes Professor Dr. Solveig Gerken und Professor Dr. Konrad Schetter danken, die als Vorgesetzte und Kollegen mich in dem gesamten Weg über Jahre hinweg sehr stark unterstützt haben, an mich geglaubt haben, auch wenn mir das vielleicht manchmal gar nicht mehr möglich war, und mir den Weg bereitet haben. Ich möchte mich auch bei allen Mitgliedern der Habilitationskommission bedanken, hier insbesondere Professor Dr. Stefan Kuhnermann und Professor Dr. Antweiler, auch ihn sehe ich im Publikum,
und Professor Dr. Bettina Hüther, die ich auch seelisch-moralisch sehr unterstützt hat. Auch das ist sehr wichtig. Dann möchte ich mich ganz herzlich außerhalb der Universität Bonn bei Professor Dr. Rainer Keller aus Augsburg, Uni Augsburg und Professor Dr. Hubert Knoblauch, Technische Universität Berlin bedanken, die mich auch konzeptionell und inhaltlich sehr stark begleitet haben im Schreiben der Habilitationsarbeit. Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen am Zentrum für Entwicklungsforschung und der Universität Bonn. Ich habe auch von der philosophischen Abteilung und dem Rektorat hier sehr stark Unterstützung erfahren, für die ich mich sehr bedanke. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen von Crossroads Asia und vorherigen Projekten, Kollegen an der Urgench State University in Usbekistan, an der Academy of Sciences in Tadschikistan, an der National University of Singapore und noch vielen weiteren Partneruniversitäten. Ich bedanke mich bei meinen Interviewpartnern in Usbekistan, Tadschikistan, Singapur, Indonesien und Malaysia. Und ich bedanke mich bei meiner Familie. Entschuldigung, insbesondere bei meinem Ehemann. Unter dem Dekanat des Universitätsprofessors für Philosophie, Natur- und Wissenschaftsphilosophie Dr. Phil-Andreas Bartels hat die Philosophische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn am Rhein Frau Dr. Anna-Katharina Hornitsch aufgrund ihrer Habilitationsschrift Discourses of Knowledge, Normative, Factual, Hegemonic, ihrer Probevorlesung Grenzziehende Praktiken, Wasser und das Aushandeln von Wirklichkeiten, und ihres Kolloquiums für der Fakultät, die Venia Legendi für das Fach Entwicklungsforschung mit Wirkung vom 16. Juli 2014 verliehen, von dem 3. Dezember 2014. Herzlichen Glückwunsch, Frau Hornitsch.